So, ich hab jetzt. Seven. Sehr gut, okay, warte. Ich nehme das Messer. Oh, was? Aua! LOL, direkt gestorben, was geht? Oha! Eins gegen eins Deathmatch jetzt hier. Dank dir. Zuerst geschossen. Ey, du Schwein. Was denn? Ey, du willst mich schlagen. Homie, leg's nicht drauf an. Ich hab... Alter, okay, jetzt reicht's, ey. Homie, nein. Da lacht sie. Allein, wie frech sie lacht. Alles klar, ey. Eins gegen eins Deathmatch jetzt hier. Homie, nein. Da lacht sie. Allein, wie frech sie lacht. Homie, das wollte ich nicht. Ich will es wieder gut machen, indem ich dein Auto klaue. Homie, es tut mir so leid. Bitte tu mir nichts. Nein, mach ich nicht. Ich wollte dich echt nicht töten. Du kommst gerade mit der Schusswaffe, gell? Hau ab. Niemals. Hau ab. Hau ab, du Penner, ich sag's dir. Du hast zuerst geschossen. Du hast geschossen. Zuerst geschossen. Ich wollte nichts machen. Ich bin wie Han Solo. Wie du da liegst. Du bist ja jetzt auch gestorben, oder nicht? Ja, wir haben uns beide getötet. Ja, so muss das doch sein, ey. Unglaublich, ey. Okay. Ich schenk dir so eine schöne Flasche. Du bist nur sauer, weil da kein Fusel mehr drin war, ne? Scheiß Alkis, ey. Oh, komm, lass uns wieder Freunde sein. Wieso wieder? Verkackt? Lass uns doch mal Freunde sein. Also ich kann dir nur sagen, ich hab Snipergewehre, du nicht. Also ich würd an deiner Stelle ein bisschen netter sein. Ey, wo bist du, du Schwein? Ich hau ab vor dir. Ja, wir treffen uns bei meinem das Auto. Das Vertrauen ist missbraucht. Was? Hallo, du hast mich zweimal getötet. Du mich einmal. Und vor allen Dingen hast du beim zweiten Mal auch als erstes das Feuer eröffnet. Ja, weil ich dir nicht getraut hab. Du wolltest schießen. Ja, nee, komm einfach zu meinem Auto du jetzt. Du wolltest schießen, gell? Sei ehrlich. Nein, Quatsch. Ehrlich nicht? Ich wollte mich wehren, wenn du schießt. Ach so, okay. Aber du hast halt leider zuerst geschossen. Unsere Blutlachen, aber naja. Tut mir leid, Homie. Dafür kriegst du ein zweites Bier, okay? Das Ding. Ey, raus aus meinem Auto. Ich wollte doch nur. Was krieg ich? Ein zweites Bier. Oha, guck mal, unser ja, okay, Auto, wie es aussieht mit dem Blut, hey. Guck mal hinten. Vor allem unser guck mal Auto, hinten ey. Deinen Kofferraum an, wie das ja, aussieht. Ja, ja. Aber ich find's lustig, dass du unser Auto sagst. Guck mal, was hinten drauf steht. Ernsthaft. Ey, du Schwein! Was denn? Ey, du willst mich schlagen! Die Schnauze, komm. Ein Tritt kriegst du noch, so. Ey, der hat nicht gezählt. Weg da mit deiner Schrufe, ich sag's dir. Nein, komm, wir hören jetzt auf. Wir sind jetzt wieder Homies. Jetzt fährst du in den nächsten Abgrund und steigst davor aus. Natürlich. Nee, so jetzt mal unter uns beiden, was kostet? Was kostet die Stunde? Kostet heute nichts, Mann. Heute ist Tag der offenen Tür. Heute ist Tag der offenen Kante, Alter. Guck mal, du hast in deinem Auto einen Kaffee. Ja, geil, oder? Ja. Dieser Becher, das ist, glaube ich, sogar in jedem Auto drin. Ey. Echt? Ja, ein Becher. Ja. Und auch dieser komische Handyhalter. Ah ja, das machen Homies, die hauen sich gerne mal einen aufs Maul und beschießen sich. Normal, stechen sich genau. Ab. Genau. Kein Thema. Das ist echte Homie. Das ist echte Gnu-Love. Ja, echt Gnu-Love in the house. Gnu-Love. Oh, schöne Bodensee. Ich glaube nicht. So, was machen wir denn jetzt hier Feines? Wollen wir noch ein Deathmatch machen? Nee. Komm, mach mal. Aber ich glaube, das funktioniert immer nicht so richtig mit zu zweit. Das Ding ist, man kann sich ja immer nicht zu zweit anmelden für die Scheiße. Hast du hier jetzt so einen blöden Kringel? Nein. Oh. Guck mal, Obst. Geil, warte. Nein, ich liebe Obst. Ich wollte mir gerade was kaufen. Ey, du kannst nicht einfach mittendrin aussteigen. Ich wollte mir was kaufen. Alter. Ey, der flüchtet. Kann man da irgendwas holen? Warte. So. Ui. Ich hätte gern Apfel. Ja, greif zu, der Verkäufer ist beschäftigt.
Du hast ihn getötet. Nein, das stimmt nicht. Der ist weggelaufen und gestolpert. Der ist schon in der Leichenstarre, der Arme. Ey, du wolltest mich überfahren. Nein, ich wollte den Typen nochmal überfahren. Warte mal, ich versuch mal was. Jawoll, like a boss. Ey, du machst dein Auto kaputt. Alter. Nein, das kann das ab. Guck mal, wie die anderen das gar nicht interessiert. Die Oma fährt einfach vorbei, ey. Hallo, schießt du auf mein Auto? Ich wollte den Reifen zerplatzen. Weißt du, was ich will? Ich will dich töten, ey. Homie, leg's nicht drauf an. Ich hab... Alter, okay, jetzt reicht's, ey. Jetzt reicht's, Madame, ey. Ich wollte dich nicht erschießen. Ich hau jetzt ab vor dir, du bist so eine große Bedrohung. Homie, wo bist du? Ich habe übrigens kugelsichere Reifen, deswegen konntest du die gar nicht zerschießen. Ach so, alles klar. Nein, du Schwein! Nein! Jetzt muss ich auf mein eigenes scheiß Auto schießen wegen dir, ey. Du hast einen Stern. Die scheiß Drecksbullen habe ich auch am Hals. Du hast einen Stern, oh shit, mein Freund. Oh shit. Ich habe sogar zwei Sterne. Komm, steig ein, wir sind wieder Friends. Ich befahre auch extra einen Bullen für dich. Ich muss mich jetzt erstmal wehren hier. Guck. Okay, kein Thema. Hey, du Schwein, du hast mich getötet. Habe ich? Ja. Gut. Komm, jetzt lass uns wieder Homies sein. Alter, du hast auf mein Auto geschossen. Danach hast du auf mich geschossen. Du bist der schlechteste Homie, den ich jemals hatte. Da steht der Bulle noch und guckt seinen toten Kollegen. Echt jetzt? Ja, hier. Er guckt, als ob nichts wäre, ey. Ich wollte doch nur... Wie geil das gemacht ist. Er steht da einfach, grüßt seinen Kollegen, der vorbeifährt. Guck mal, er steht hier einfach so, ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich hab keine Ahnung. Ich nehme mal diese Schrotflinte, oder? Stört sie das? Ja, vor allem, guck mal. Und wenn ich sie bedrohe... Oh. Guck mal, wie der Bulle... Okay, das mögen sie nicht. Das mögen sie nicht. Lass mal, wo ist mein Auto? Da. Ah. Guck mal, der Bulle macht doch eine eindeutige Position, oder nicht? Ich hab wieder drei Sterne. Findest du nicht? Ich weiß nicht, ob du mitkommen willst, aber ich muss los. Homie. Ich seh's grad. Ich dreh den in den Arsch. Los, hüpf rein jetzt. Schnell, sie töten uns. Oh, geil, meine Ellbogen sind zerschossen. Oh, rüberfahren da oder so. Scheiße, wir haben drei Sterne, Homie. Das meine ich, die werde ich los. Komm, ich knall die ab für uns. Das ist jetzt hier Hollywood-Action vom Feinsten. Warte, ich hole mir meine gescheite Waffe. Hatte ein bisschen was von Knight Rider gerade. Wäre aber echt. Ich knall den scheiß Heli ab. Das würde sogar theoretisch funktionieren. Du kannst den Piloten da, glaube ich, rausballern. Ja, ich bin gerade dabei. Aber der hat keine Chance, wir sind viel zu schnell. Mein Auto ist, ja, ich hab's geschafft. Warp 7 ausgerüstet. Ich hab's geschafft. Der Heli... Ich hab das im Griff, alles gut. Der Heli stürzt ab. Hast du ihn? Nee, der ist immer noch da. Nein, der ist über uns, der stürzt ab, guck doch. Echt? Ja. Mega gut. Wo sind die Wichser? Aber die schießen immer noch auf uns. Oh, da oben. Oh, oh. Ja, du musst noch ein bisschen mehr schießen. Du hast doch, wo sind denn deine guten Waffen? Du hast ja extra gute Waffen gekauft. Die sind, glaube ich, weg, weil ich gestorben bin. Ja, lass mal nicht actionreich. Aber echt, Helge. Einfach mal mitten durch die Valla Pampa mit Vollkaracho. Sau geil und ich knall die Wichser hier ab. So, jetzt bitte das Schießen einstellen. Okay, wieso? Weil wir sie jetzt gleich los sind dann. Hoffe ich zumindest. Aber wir sind doch drei Sterne, das geht doch gar nicht so schnell. Ja, das macht nichts. Doch. Ja, der scheiß Heli, der ist halt so. Warte mal. What Hallo. The fuck? Das Raketen. Was tust du da zur Hölle? Ich kann das nicht unterstützen. Scheiß Heli, steig ein. Ja, ich komme, ja. Schnell. Ich bin hinten. Wieso sitzt du hinten? Kannst du besser hinten rausschießen. Genau. Okay, passt schon. Oh, da kommt der nächste Heli. Leitplanke. Nein! Alter, wieso geht hier nichts kaputt? So, noch einen unschuldigen Traktorfahrer erschießen. Nein, nützt nichts. Oh, ich will ein Fahrrad. Alter, ey, wenn die Karre gleich explodiert, ne? Das wird teuer. Ja, gell, aber echt. Von wegen Versicherung. Du hast mich belogen. Was soll ich machen? Warte mal, ich bleib mir sitzen im Auto. Ich muss nur kurz meine Waffe wechseln, warte. Ich komm gleich wieder.
so mit, da kann ich nicht drin schießen, ja, alles klar. Scheiß drauf. Okay. Nein. Na, du brauchst eine Uzi oder sowas. Na super. Wie viele Sterne? Immer noch 3 Sterne. Wir haben schon 2 Helikopter abgeknallt und trotzdem nur 3 Sterne. 3 Sterne, ey. Das heißt. Wir kommen auch immer wieder sofort neue von diesen Splisosauriern, ey. Ja, wir legen es drauf an. Ach, schon wieder einer! Wo kommen die ganzen Bastardkinder her? Ich habe keine Waffe mehr. Ja, mach nix, ich mach das, warte. Geil. Ich habe da mittlerweile Übung drin. Tu es. Jawoll. Tschüss. Geil. So, jetzt aber weg hier. Los, los. Ja, ich komme. Los, los, los. Los. Da vorne sieht's gut aus. Komm, ich zeig dir Stinkefinger. Ui, geht's da richtig bergab? Ja, fickt euch. Fickt euch. Jawoll, fickt euch. So fahre ich immer. Das ist normal bei mir. Genau. So kommt man schnell. Das ist schon wieder ein Helikopter, ich raste aus, Alter. So kommt man schnell ans Ziel. Glaubst du, wir würden die Helikopter jetzt noch bleib mal jetzt im Auto sitzen, ey. Wir müssen immer schnell weg, ansonsten schaffen wir das nicht rechtzeitig. Jetzt bin ich am Lenkrad, Mann. Ach so, ja, egal. Oh Gott. Wir werden sterben, sage ich jetzt schon. Ich glaube auch. Oh, fuck. Verpisst euch. Scheiße, Alter. Aber ich habe wenigstens ein MG. Ah, ficken. Ficken. Okay, jetzt haben wir gleich richtig Sorgen. Lass niemals eine Frau fahren. Nee, Frau am Steuer, das wird teuer. Ja. Hab mir bei meinem Einpacksimulator gesehen. Obwohl so schlecht war ich gar nicht, muss ich sagen. Das habe ich noch nicht gesehen, das muss ich mir angucken. War gar nicht so schlecht, finde ich. Also ich fand. Jetzt Frauenstandardsmäßig, oder? Nee, also ich finde GNU standardmäßig. Also Low Standards. Nein, das war schon gut, finde ich. Das war schon überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Ah, der Heli ist gegen den Baum geflogen. Echt jetzt? Ja. Ach, schade, das hätte ich jetzt gern gesehen. Gib Kette links, genau. Schade. Gelor. Schade, das hätte ich jetzt gern gesehen. Oh, fickt euch. Geil. Jetzt habe ich auch noch eine Tür. Nee, die Motorhaube verloren. Tut mir leid. Ich kaufe dir eine neue. Es fällt mir schwer, das zu glauben, ehrlich gesagt. Also, ich habe jetzt nicht so wirklich Reue in deine Stimme rausgehört. Ja, weil du irgendwas mit unendlicher Versicherung erzählst, da kann man halt auch einfach nicht so. Das alles so ernst nehmen. Nee, aber die Versicherungsbeiträge werden dann auch unendlich, weißt du? Bäm! Scheiße auf den Typen. Jetzt kommen hier, gleich die Panzer, gell? Ja, nö, ja, vielleicht. Wer weiß. Nee, fahr mal genau. Schön geradeaus hier. Wenn sie uns einmal erstmal aus dem Radius verloren haben, dann geht's. Aber das wird schwer. Pass auf, links kommt einer. Ja, sonst müssen wir gleich nochmal wechseln. Aber jetzt sind schon mittlerweile 3 Helikopter hier im Gange. Das wird schwer. Kann man das schaffen, theoretisch? Ja. Hast du das schon mal geschafft? So auf dem offenen Feld ist es schwieriger auf jeden Fall, sobald du Helikopter am Arsch hast, aber es geht. Könnt ihr jetzt natürlich auch einfach Lester anrufen und den bezahlen, dass er uns die Sterne wegnimmt, aber das ist ja albern. Geht es? Naja. Später geht das, also auf späteren Levels. Du kannst das noch nicht, du bist halt leider noch zu klein. Kacken. Klein sozusagen. Ich wollte jetzt jede Möglichkeit zu bösartigen Worten nehmen. Also, du musst dich beeilen, ich habe noch 9649 Schuss. Oh, okay. Dein Auto sieht übrigens sehr gut aus. Der FBI ist auch schon im Start. Ja, das muss es jetzt einfach aushalten. Das hat eigentlich Panzerung. Wo sollen wir eigentlich hin? Normalerweise. Ja, weg von den Bullen. Ja. Trecke! Die hängen uns am Arsch. Ich glaube, das war's. Du kannst die Karre doch noch umdrehen, was wie geht? Wie denn? Homie, mach einfach du. Zur Seite drücken. Wie will er rauskrabbeln? Aber auch, am Arsch. Aber auch beide, weißt? Ist die Karre im Arsch? Ich weiß nicht. Auto, Auto. Komm, wir sollten rennen. Komm, Homie. Lebst du noch? Folge mir. Das schaffen wir niemals. Egal, komm, wir fliehen ins Wasser. Alter, echt. Scheiße. Bonnie und Kalle. Körper echt. Wir machen jetzt hier einen Last Stand. Komm, bis wir sterben. Genau, komm. Wir verschanzen uns jetzt hier, bis wir abplatzen. Meine Aufnahme wird eh langsam hier drin, zu voll. Hier drin. Wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen. Absolut. Oh. Oh. Scheiße. Homie. Räche mich. Homie. Ich glaube, ich habe irgendwo noch Granaten am Körper. Echt? Ja, die kannst du nicht nehmen. Oh, hier ist ein Trailerpark. Aber so ein richtig ranziger. Ja, tatsächlich, mein Auto wurde zerstört, ey, geil. Oh, fuck, ich bin auch tot.
Jetzt haben sie uns. Ein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut bei dem lieben Eddie vorbei. Es wird jetzt auch in Zukunft mehr GTA Online Power von uns beiden geben. Dann wird sich herausstellen, wer der wahre Homie von uns beiden ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Mein Homie schießt mich ab oder wer auch immer das hier gerade ist. Ich schieße nicht auf dich. Ja, ich dachte mir doch. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Tschüss.